Hallo Welt. Hallo. Hallo. Ich hoffe, ihr hört uns. Wir sind wieder da. Wir sind der Forschungsstrom. Die Legenden. Mit Claudia. Mit, wo muss ich hinzeigen? Lambert. Andersrum, Andersrum. Ah, immer alles andersrum. falsch. Es ist Genau. Und andersrum. Ach so, oh, das ist Henning. ja hart. Hallo. Hi. Wir sind zur zweiten Ausgabe hier. Willkommen. Wir haben uns selber, haben es nicht geschafft, uns selber so weit zu verschrecken, dass wir gleich aufgegeben hätten. Und wir haben auch gesehen, ihr habt ja auch zugeguckt und kommentiert. Und wir freuen uns, wenn ihr auch heute wieder dabei seid. Und wir reden schon wieder über Wissenschaft, oder? Ja, über Science. Und wir haben ja, also ich hab ja, war ja richtig erstaunt, wie viel dann noch nachträglich geschrieben haben. Kommentare zu unseren Themen vom letzten Mal. Sogar noch ganze Videos nachgereicht zum Thema Raumschiffbau. Ja, stimmt. Ich muss gestehen, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich habe die nicht nachgeguckt. Ich bin schuld. Tut mir leid. Ja, Ja, naja. zwei Twitter-Sachen überfordern einen irgendwie auch, oder? Schon krass, ja. Ja, das stimmt. Wobei also ich habe das Video auf jeden Fall geguckt mit dem Raumschiffbau, weil ich ja jetzt dann unbedingt wissen wollte, warum ein Raumschiff unten, also die Rettungskapsel unten flach ist. Und ich habe es verstanden und dann habe ich es nochmal geguckt und nochmal verstanden und ich habe es wieder vergessen. Ich werde alt. So ist das manchmal. Ja, Bei anderen ja. Gelegenheiten könnte man sagen, das ist jetzt echt nicht Rocket Science, aber in diesem Fall stimmt, es ist Rocket Science. Insofern ist es okay, glaube ich. Stimmt, das ist voll Rocket Science. Es ist Ja. Rocket Science. Ja. Ah, aber es ist so ein bisschen, ich hab das manchmal, ich habe das so bei Filmen manchmal, zum Beispiel hier, also man sieht ja schon, wovon ich Fan bin, man sieht vielleicht das Star Trek-Symbol. Es gibt, ich kann mir ganz oft Nemesis angucken, den Film, und ich habe ihn auch schon ungefähr 300 Mal gesehen, ich kann euch nicht sagen, worum es geht. Vergesst das quasi, am nächsten Tag habe ich es vergessen. Wirklich. Es ist, Aber man fühlt sich doch trotzdem gut unterhalten. Auch wenn es um Wissenschaft geht, fühlt man sich teilweise, wenn man dann so eine Raumfahrt-Doku guckt, auch irgendwie echt gut vorgebildet, fortgebildet und nimmt doch dann auch irgendwie ein paar schöne Eindrücke mit, auch wenn man es dann nicht reproduzieren kann, oder? und es ist so bezeichnend, dass natürlich Claudias Star Trek-Shirt jetzt die Leserkommentare hätte ich fast gesagt, die Zuschauerkommentare triggert. Ne? Jetzt geht's los hier, klar. Stimmt, oh, ein Herz fürs Star Trek-Shirt. Ja, natürlich, oder? Ist es schön, oder? Es ist auch gerade ganz Ja. neu. Erstes Mal an. Lambert, hast du auch irgendwie ein cooles Science-Shirt? Ich leider nicht. Ah, pf, oh, ja, ich habe aus der Uhrzeit. Das war jetzt authentisch. Nee, ich habe aus der Uhrzeit von PLOS, Public Library of Science, das war einer der ersten Open Access Publisher, ein PLOS Blocks T-Shirt. Hätte ich jetzt heute mal, aber muss ich das nächste Mal mal Nächstes anziehen. Mal ziehen wir Ja. coole Motto-Shirts an, okay. Krass. Das ist eine gute Henning, Idee. hast du Ja. sowas? Ja, genau, das passt noch. Ja, ich habe jetzt auch, glaube ich, ich habe auch nichts Spannendes an. Nee, kann ich euch nicht Grau zeigen. mit Grau hast du an. Ja, ich glaube, das ist so ein Fahrradshirt. Ich glaube, ich habe da irgendwie so ein Fahrradsymbol noch drauf hier Ja, irgendwie. doch, ich So sehe ein es ja. Ja. Burn, was steht da? Ah. Burn, Fett, Burn, not oil. ja, Burn Fett. Aber es ist mittlerweile schon so verwaschen, dass man das eigentlich kaum noch jetzt zeigen kann. Aber jetzt habt ihr es gesehen. Ja. So. Ach, niemand hat es gesehen. Wir haben alle nicht hingeguckt. Das ist gar kein Problem. So, Ja, und also ansonsten Striptease haben wir schon mal Hauptrollen. gemacht. Genau, Was genau. fehlt noch Kann so? noch Nachklapp zur letzten Sendung. Ich hatte Genau. kritisches Feedback bekommen, also ich persönlich jetzt, zu Ja. dem schlechten Ton, den ich hatte. Ich möchte das nochmal entschuldigen. Das war ganz grottig. Also ich konnte mich selbst kaum, mir kaum zuhören, als ich die Aufzeichnung mir angehört habe. Und diesmal, also ganz herzlichen Dank an den Kollegen Jens Kösters von der TIP, der sozusagen der Videoexperte bei uns ist, der mir hier ein ordentliches Mikro auf den Tisch gestellt hat. Diesmal sollte es viel besser sein. Ich sollte gottgleich rüberkommen jetzt irgendwie und Sing doch ihr mal was. Nee, ich möchte lieber so einen Zustand, dass die Zuschauer gar nicht mehr ablassen können von meiner Stimme und wollen, dass ich immer weiter erzähle. Aber nee, aber ich glaube, es ist okay, oder? Jetzt ist es okay. Ja, also ich finde es auf jeden Fall okay. Gut. Du. Ja. Siehst du, kriegst schon Feedback, der Ton ist echt besser. Oh, ah, cool, danke, ja, schön, schön.
Die Idee mit dem Singen zum Microsoft-Test finde ich aber gut. Okay, wir können eine Folge machen von mir aus. Henning, Claudia, wenn ihr einverstanden seid, dass wir so ein Bad Science-Karaoke-Folge machen. Wir machen eine Musical Edition, eine Musical-Folge, wie früher in den 90er-Serien. Sehr gut. Ja. Da planen wir was, ja. Mit so einer Choreografie, die total auf diese drei Schirme abgestimmt ist. Wo dann immer so einer den anderen abklatscht und der andere macht dann so den nächsten Move und so. Ich sehe schon. Ja, das wird was. Also das gab es auch früher immer. Buffy, die Musical-Folge. Scrubs, die Musical-Folge. Ja, Hammer. Okay. Ich sehe schon. Folge 100 steht. Ja, gut. Dann müssen wir nur noch die 98 dazwischen füllen. Schaffen wir. Okay, das Problem mit dem, die ersten 5 Minuten wegquatschen, haben wir sauber gelöst, glaube ich. Kein Problem, ja. Ja. Wollen wir noch über was anderes reden? Nee, oder? Das war's doch soweit. Ich wollte euch gerne meinen Moment der Woche mit euch teilen. Oh ja. Und eigentlich wollte ich ein bisschen angeben, aber ich habe das verpackt in die Überschrift mein Moment der Woche. Vielleicht habt ihr auch einen Moment der Woche, könnt ihr schon mal drüber nachdenken. Ist jetzt ein Überfall, sorry, aber wenn ihr den nicht habt, nicht gut. Seid ihr selber schuld. Nee, ich habe... Ja. Ich bin ja bei den Scientists for Future ein bisschen aktiv, in dem Sinne, dass ich nicht, weil ich irgendwie ein toller Forscher wäre, sondern weil ich so ein bisschen die Social-Media-Kanäle der Scientists for Future mich drum kümmere. Und diese Woche hat es in Brüssel eine Vorstellung eines EU-Klimagesetzentwurfs gegeben. Und Greta war ja auch da, Greta Thunberg, und hat da also denen das um die Ohren gehauen. Und wir bei den Scientists for Future haben auch intern so eine Art Stellungnahme zu diesem EU-Gesetzentwurf für das EU-Klimagesetz gemacht. Und es wird euch nicht überraschen zu hören, dass auch die Scientists for Future irgendwie gesagt haben, da ist noch Verbesserungspotenzial drin. Und dann mussten wir das auch über Social Media natürlich teilen. Und dann habe ich das überall rausgehauen. Und dann habe ich gedacht, die Greta findet das bestimmt auch cool. Und die Greta folgt also dem auf Twitter dem Scientists for Future Kanal. Und dann, ich gehe da ja nicht mit jedem Kleinigkeiten auf den Keks, aber wenn ich mal wirklich einen Content habe, wo ich denke, das findet die auch gut, dann schicke ich der mal eine Direktnachricht. Und insofern mein Höhepunkt der Woche, ich habe vorgestern Greta eine Direktnachricht geschickt. Und kurz darauf hat sie auch unseren Tweet über die Scientists for Future Stellungnahme zum EU-Klimagesetz an ihre 4 Millionen Follower geretweetet. Und da geht einem als Social-Media-Heini natürlich so ein bisschen das Herz auf. Und jetzt könnt ihr sagen, ihr kennt jemanden, dem Greta folgt und oder zumindest dem einem Kanal, den ich betreue. Ja, aber da geht einem die Pumpe. Ne? Das war mein Moment der Woche. Und jetzt müsst ihr das bitte toppen. Oh. Ist gemein, oder? Ist gemein. Nein, ihr müsst auch kein, das ist total gemein, weil das nicht abgesprochen war. Ihr müsst doch keinen Moment der Woche haben. Aber ich dachte, ich wollte mal mit was persönlichem einsteigen, was für mich mein Highlight der Woche war. Also ich habe bestimmt einen Moment der Woche, weil ich habe doch einen zweiten Twitter-Kanal, auf dem ich die Highlights meines Tages sammle. Alles Positive, was mich an dem Tag... Wie heißt der bitte? Funny Lieblock. Und da sammle ich jeden Tag, was Positives in meinem Leben passiert ist. Als damit ich selber merke, was mir vieles Positives in meinem Leben passiert. Und da stehen bestimmt ein paar tolle Sachen drin. Also gestern hatte ich zum Beispiel Chili Cheese Nuggets, aber ich bin mir nicht sicher, ob das, das vergleichbar ist mit einem Retweet von Greta Thunberg. Nein, ist es nicht. Nein. Also ich hätte was für mich persönlich schon ziemlich klar mein Science-Tweet der Woche war, anzubieten. Ist das okay? Kann ich den rüberschicken zu dir? Ja, klar. Warte mal. Ich poste den hier mal in den guten Twitch-Chat. Das sollen ja alle sehen können. Wahrscheinlich haben viele hier, die jetzt zugucken, und ihr beide auch den sowieso schon bemerkt, denke ich mal. Kannst du ihn kurz einblenden, Claudia? Ich geb mir Mühe, aber irgendwie... Mit Level 2. Irgendwie will mein OBS gerade nicht, dass ich Links öffne. Deswegen mache ich mal den Stream nebenbei auf.
Ich kann euch währenddessen erzählen aus der Social-Media-Redaktion, dass Stefan gerade über Twitter schreibt, er sitzt im ICE und wollte uns gucken, aber das ICE-Wi-Fi ist zu lahm und er kann leider nicht live zu gucken. Ach, schade. Oh, Zugpersonal fragen, was da los ist. Also, genau, warum ist das Netz so schlecht? So, warte, ich wechsle mal. So, jetzt müsste man im Stream auf jeden Fall mal sehen, den Tweet, ja? Okay, cool, ja. Und zwar, wenn ich es ganz kurz beschreiben darf, da ist jemand, der so mittelalterhistorisch, Mitty, also schreibt über sich Journalist und schreibender Winzer, keine Ahnung, also kann ich vorher nicht, ist massiv geretweetet worden, war kaum zu umgehen, dass ich es sah. Und ihr seht ja jetzt gerade das Bild, das sehr, sehr lustige Bild von 1368, was er zeigt. So, und der ganze Thread behandelt nur folgendes Thema: Leute, die noch nie in ihrem Leben einen Elefanten gesehen haben, aber unbedingt mal einen Elefanten zeichnen wollen. Ja, das ist das visuelle Ausdrucksmittel, wenn man keine Fotografie hat. Das muss man ernst nehmen. Das ist wirklich, das ist Science, ja. Das ist visuell, das ist... Wahnsinn! So, und was macht man, wenn man noch nie einen gesehen hat, es keine Fotos gibt und sonst was? Man lässt sich das beschreiben, ja. Und dann fängt man an, das so zu machen. Und das ist unheimlich liebevoll, weil das sind natürlich jetzt irgendwo auf einer handwerklichen Ebene, sag ich mal, schöne Bilder, ja. Ist ja cool gemacht alles so, ne? Auf der Höhe der Zeit, auch technologisch. Und es ist total lustig, weil was er macht in den Tweets, ja, und das ist dann die geniale Reflexionsebene, die er da als Wissenschaftskommunikator macht, der Mitty, Herr Mitty, nennen wir ihn mal, ist, dass er sozusagen sich überlegt, welche Merkmale sich der jeweilige Zeichner hat nennen lassen, die ihn wohl dazu gebracht haben, es so zu zeichnen. Und es ist sehr komisch und sehr cool und auch eine schöne Idee, dieser Twitter-Thread. Ich glaube, das kann man ruhig mal lobend sagen, nicht? Wenn so jemand, also dessen Account man auch gar nicht mal unbedingt kennt, ja, aber einfach eine coole Idee hat und das sehr liebevoll mit viel Zeit und Muße durchzieht. Und das Ganze, scrollt es mal ruhig bis zum Ende durch, es gibt zum Schluss noch einen Quiz, den ihr mitmachen könnt, läuft noch, hat schon über 1000 Votes. Wow. Und da kann man sich wünschen, wie er mit dem Thread weitermacht. Also man kann sagen, mehr Elefanten, ich will Fabelwesen, ich will Katzen oder alle Tiere durcheinander. Ist das cool? Sehr gut. Wahnsinn. Gefühlt. Okay, ich bin begeistert. Das ist ja toll. Danke. Das ist ja echt schön. Ja. Okay. Nee, ich kann mit keinem dieser Momente mithalten. Wow. Okay, ja. Ja, du hast keinen. Ich hab keinen Moment der Woche, den ich so dann, hervorheben würde. Ja, entschuldige mich für diesen Überfall und würde vorschlagen, wir könnten ja dann in die Themen einsteigen. Ja, das machen wir. Yes. Sollen wir das tun? Ja, irgendwie ist dazu gekommen, dass ich schon wieder dran bin als Erster mit meinem Thema. Und mein Thema lautet, kann man noch mexikanisches Bier trinken? Und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und bin extra noch mal eben kurz, als meine Kinder schon gebadet wurden, noch mal kurz in den Nahversorger gefahren und habe mir also mexikanisches Bier besorgt und wollte jetzt also mit euch einen Test machen. Mal ein wissenschaftliches Experiment, eine Verköstigung, ob man dieses Corona-Bier wirklich noch trinken kann oder nicht. Ich versuche das mal eben. Ja, also nicht damit, dass keine Missverständnisse entstehen. Wir sind hier nicht gesponsert. Aber wenn ihr Angebote habt, liebe Brauerei Cervecia Modelo in Mexiko, dann meldet euch bei uns. Schmeckt sehr gut und ist auch gesund bestimmt und ist nicht gefährlich. Und was dieses mexikanische Bier mit meinem Thema zu tun hat, da nähern wir uns jetzt ein bisschen an. Ich schicke mal hier ein paar Links in den Chat, Claudia, und würde dich bitten, die mal aufzumachen. Das erste ist also ein Video, was in einem Tweet drin ist, das ich
bitten würde, dass wir uns das mal angucken. Den Ton brauchen wir nicht unbedingt, sondern einfach nur das Video. Mhm, läuft. Das ist nämlich der neue heiße Trend. Ihr habt das vielleicht auch gesehen, als Angela Merkel ins Bundeskabinett reinkam, hat Horst Seehofer ihr auch den Handschlag. Was die allerdings nicht gemacht haben, ist dieser coole Fußgruß. Ja. Und das finde ich eigentlich sehr gepflegt in Zeiten von Corona oder sonstigen ansteckenden Krankheiten, dass man, ich weiß jetzt nicht, wie das so mit so feinen Darmschuhen wirklich funktioniert, aber ich könnte mir das genauso also gut vorstellen, wenn ich euch jetzt hier mal treffen würde, dass wir einfach mal hier so einen coolen Feedbump machen oder so. Ja. Das ist, genau, jetzt kannst du... Ja, ich mache mal Pause. Mach mal Pause, genau. Es geht immer so weiter, aber das fand ich ganz cool. So, zweite Sache, die um uns cool, Thema cool zu nähern, ist diese eine besondere Visualisierung des Coronavirus, die ich jetzt im nächsten Tweet, Claudia, dir gerade schon geschickt habe. Ja. Also wir wissen ja alle, wie ein Coronavirus aussieht. Da haben wir unendlich viele Visualisierungen von gesehen. Diese hier war mir recht neu, aber es ist natürlich etwas, was man gut zu Hause nachmachen kann. Und ja, dieses Elektronenmikroskop ist in der Gewürzabteilung und in der Obstabteilung. Mache ich zu Weihnachten immer, ne? Nelken in Orangen stecken, das verbreitet einen angenehmen Duft. Hast du das auch schon in dieser Form getan? Ja. Ja, so als Coronavirus. Ja gut, okay. Ja, ist jetzt ein bisschen lustig. Eigentlich ist Corona ja irgendwie auch nicht nur lustig. Nein, überhaupt nicht lustig. Und es wird ja auch total viel drüber geredet. Ich wollte jetzt heute hier nicht unbedingt eine große Corona-Erklärnummer machen oder euch irgendwie in die Tiefen der Mikrobiologie oder so mit reinnehmen. Aber was worüber ich ein bisschen sprechen wollte, sind also einige Dinge, die mir aufgefallen sind. Und da habe ich hier einen Science-Artikel, den ich gerade mal in den Chat tue. Ja. Den du mal aufmachen kannst. Also das, wir müssen jetzt nicht im Chat den ganzen Artikel lesen, aber ich fand den wirklich gut, weil der nämlich nochmal so darstellt, was eigentlich jetzt gerade im Wissenschaftssystem passiert, seitdem Corona ausgebrochen ist. Und der ist also überschrieben, a completely new culture of doing research, coronavirus outbreaks changes how scientists communicate. Übrigens von Kai Kupfer-Schmidt geschrieben, ein sehr toller Wissenschaftsjournalist, der, glaube ich, hier in Berlin auch arbeitet, aber für Science auch ganz viel schreibt und sehr, sehr gute, auch auf Twitter kann man ihm sehr gut folgen, sehr gute Threads auch zum Thema Corona schreibt. Und hier in diesem Artikel ist halt nochmal dargestellt, wie wichtig das halt ist, dass die Wissenschaft halt wirklich offen ist und offen funktioniert. Also das ist natürlich erst entdeckt worden in China. Das Virus ist dann gleich relativ schnell halt sequenziert worden, sodass der genetische Code also entschlüsselt worden ist und dann nicht nur in Form von Proben irgendwie in andere Labore geschickt worden ist, sondern natürlich auch der genetische Code digital veröffentlicht ist und halt auch offen veröffentlicht ist, sodass alle Forscherinnen und Forscher sich das weltweit angucken können. Und hier in Berlin gibt es auch in der Charité halt ein Labor, die da relativ früh relativ viel wichtige Arbeit gemacht haben, auch um so einen Schnelltest zu entwickeln. Und auch die haben das dann halt sehr schnell, die Methode, mit dem das halt alle Labore weltweit, die diese PCR-Methode, was so eine ganz seit den 90ern total etablierte Biochemie-Methode ist, machen können, um sozusagen diesen Nachweis zu führen. Und ja, was mir nochmal so richtig klar geworden ist, wie wichtig das halt ist, dass die Wissenschaft offen wirklich ist, dass die Ergebnisse schnell veröffentlicht werden und auch wirklich für jeden sichtbar veröffentlicht werden, dass auch die Daten offen publiziert werden. Und ich glaube, das ist ja auch von euch beiden so ein Lieblingsthema, oder? Ja, es könnte sein, dass wir da gleich noch drüber reden. Alles klar, oh ja. Ja, voll, ja. Über den Science-Artikel hinaus wollte ich noch euch noch so ein paar andere Quellen zeigen. Ich poste nochmal hier einen neuen
eine neue URL in den Chat, die ich halt in dieser Corona-Diskussion sehr wichtig und relevant fand. Also das erste ist eine Linksammlung vom Science Media Center. Das Science Media Center ist eine ganz tolle Einrichtung, die sitzen in Köln und die haben sich zum Ziel gesetzt, Informationen aus der Wissenschaft aufzubereiten für Journalistinnen und Journalisten kostenlos, sodass Journalistinnen und Journalisten, insbesondere solche Redaktionen, die vielleicht nicht unbedingt eigene Wissenschaftsredakteurinnen beschäftigt haben, also vielleicht auch von kleineren Tageszeitungen oder so, Informationen möglichst schnell bekommen und verlässlich bekommen. Und da kann man also jetzt auf dieser Übersichtsseite kann man halt reinklicken in verschiedene Infos. Und das ist aus meiner Sicht nicht nur für WissenschaftsjournalistInnen relevant, sondern auch für uns interessierte normalsterbliche Bürger. Und da kann man dann sich tolle Informationen holen. Ganz wichtig ist natürlich auch noch das Robert-Koch-Institut, das sogenannte RKI. Das hört man jetzt auch in den Medienberichten. Gibt es schon einen Kai Kupferschmidt-Fanclub? Ja, gute Frage. Kann ich noch nicht sagen, aber wenn ihr einen gründet, sagt mir Bescheid. Das ist die Seite vom Robert-Koch-Institut, die ja so eine Art nachgeordnete Behörde sind und halt in Deutschland zuständig für diese Dinge und die halt dann zum Beispiel die aktuellen Zahlen über die Betroffenen haben. Und man sieht halt hier, wir haben in Deutschland 400 nachgewiesene erkrankte Personen, aber interessanterweise halt noch keinen Todesfall. Wobei das natürlich auch noch passieren kann. Und das fand ich ein tolles Tool. Und Lambert, du hattest eben schon gesagt, du wolltest auch zum Thema Corona einen Podcast empfehlen. Ich hätte auch einen, aber ich wollte dir gerne den Vortritt lassen. Was hast du für einen Podcast zum Thema Corona zu empfehlen? Danke. Henning, ich dann schiebe ich mal eben den Link hier rein. Obacht, hier kommt er. Wie ihr seht, schon an der URL, es ist vom NDR und das ist jetzt ein täglicher, wohlbemerkt, ein täglicher Podcast und wir wären ein schlechter Podcast, wenn wir nicht andere gute Podcasts auch mal empfehlen würden. Wir sind ja auch kein Podcast. Echt? Okay. Sind die Genregrenzen so eng? Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, du. Ich bin mir auch nicht sicher. Kann man uns über einen RSS-Feed abonnieren? Ich wüsste. Das ist ein Hammer-Kriterium. Das kann ist jetzt ein bisschen der technische Definition, aber gut. Okay. Ja, gut. Naja, wie dem auch sei. Also auf jeden Fall der NDR, richtig cool. Hört es euch mal an. Das ist täglich im Moment. Und die machen das mit einem Typen von der Charité namens Christian Drosten. Der ist da, glaube ich, für. Das ist der Leiter der Virologie in der Charité, genau. So, und wenn ihr da mal reinhört, werdet ihr feststellen, wie ich meine, dass das sehr gelungen ist, sowohl von der Seite der NDR-Journalistin aus, die Fragen vorbereitet hat, wie auch von dem Christian Drosten selbst, der einen sehr guten Stil hat, die Sachen vorzutragen. Das ist auch sehr, also passt auch zu dem Medium. Und ich finde in der Summe, ich will es gar nicht ausführlicher machen, hört einfach mal rein. Man kann auch ein bisschen an den Ankündigungen schon erkennen, worum es in der jeweiligen Folge geht. Nur Folgendes, ich finde, dass die es den Dreh raus haben, sozusagen zu merken, wo die öffentliche Diskussion, die öffentliche Aufmerksamkeit gerade hingeht und das darauf einzugehen, was für Fragen sich jetzt aktuell so stellen. Also mir ging es jedenfalls mehrfach so, ich hatte jetzt gerade die letzte Folge gehört, kurz vor dieser Sendung hier, dass ich an mehreren Stellen dachte, ah ja, stimmt, das hatte ich mich eigentlich auch mal gefragt, wie das eigentlich ist oder so. Ja? Und dann kam das da, fand ich sehr cool, möchte ich echt mal sehr loben. Es ist eine coole, runde Geschichte von dem Herrn Drosten und vom NDR. Und eine allerletzte Bemerkung noch, wenn ihr mal auf die vorletzte Folge geht, ich versuche mal, ist Ärzte und Pfleger regelmäßig testen, heißt die Folge. Das ist die von gestern, demzufolge. Ja. Ne? Ja. Da hört mal bitte rein, weil da ist auch wiederum das Thema das wissenschaftliche Publikationssystem und was da schiefläuft. Und das ist sehr geil, weil das ist so das erste Thema, woran man immer denken würde, ist so Paywalls. Okay, geschenkt, ja.
Aber das geht noch eine Stufe tiefer. Der geht auf das Publikationsverhalten und warum das Publikationsverhalten schlecht ist in so einer Situation wie jetzt. Also, genug gesagt, das ist mein Podcast-Tipp heute zu diesem Thema. Ja, damit gehe ich wieder zurück. Da würde ich mich fast direkt anschließen wollen, aber Henning, du warst noch nicht fertig. Ich war noch nicht fertig, aber ich hatte mir schon gedacht, Lambert, dass du jetzt mit diesem Podcast kommst, denn ich hatte den auch auf meiner Liste. Ich muss dein Lob nochmal, dass das schon quasi überschwänglich war, muss ich nochmal ein bisschen überschwänglicher machen, weil es wirklich ein super geiler Podcast ist. Und ich arbeite ja auch beruflich in der Wissenschaftskommunikation und ich muss auch sagen, da Hut ab, NDR, da hätte ja auch mal eine Wissenschaftsorganisation wie der ich für eine Wissenschaftsorganisation arbeite, hätte da selber drauf kommen können. Oder auch die Charité, bei der Herr Drosten arbeitet, sowas zu machen. Weil das einfach eine total authentische Kommunikation ist. Der Typ ist halt auch ein knaller Typ. Der erzählt irgendwie wirklich frei von der Leber weg und traut sich auch mal sozusagen, ja, ich bin ja hier ein Professor und habe hier die professorale Freiheit, mal was zu sagen und das Robert-Koch-Institut als offizielle Behörde des Bundes darf vielleicht das eine oder andere gar nicht so sagen und ich traue mich jetzt hier sozusagen auch andere Aussagen zu machen. Und das finde ich wirklich super. Ich muss auch sagen, wenn ich sowas höre, dass der NDR sowas macht, dann weiß ich auch immer, wofür ich meine Haushaltsabgabe bezahle. Das ist einfach super, super Wissenschaftskommunikation. Und genau so macht man das. Und auch schön, dass der NDR das halt macht. Gleichzeitig habe ich auch gehört, dass die Wissenschaftskommunikation, die zum Beispiel das RKI selbst macht, auch teilweise ein bisschen überlastet waren. Also der Server zum Beispiel von der RKI-Webseite war teilweise weg, abgeraucht oder irgendwie überlastet. Und gut, da gibt es dann viel Interesse. Ich habe mit einem Kollegen beim Weg zum Mittag so ein bisschen scherzhaft gesagt, es gibt ja dieses technische Hilfswerk, wo dann irgendwie, wenn irgendwo was überlastet ist, die Jungs mit den blauen Mänteln kommen und da irgendwie helfen. Und wir haben gesagt, wir müssten eigentlich vielleicht auch mal so ein Hilfswerk Wissenschaftskommunikation gründen, wo wir WissenschaftskommunikatorInnen vielleicht auch am Gürtel so eine Art Piepser haben, wenn an irgendeiner zentralen, wichtigen Stelle, wie zum Beispiel dem RKI, irgendwie die Webseite runterbricht oder zu viele Tweets beantwortet werden müssen, dass wir vielleicht mal für eine Woche darüber gehen und da mal mithelfen zu kommunizieren. Einspringen. War natürlich, ja, genau, nicht ernst gemeint, aber ja. Gut, ich, um das Thema, oder wolltest du noch was zu dem Podcast sagen, Claudia? Nee. Ansonsten, ich habe nur eine Folge gehört und war völlig begeistert und ich werde mir am Wochenende die anderen Folgen anhören. Sehr gut. Dann würde ich meine Fundstücke zum Thema Corona noch weiter durchreiten. Es sind auch nur noch 3 Stück. Muss ich das richtige Fenster finden. Den nächsten Link, den ich jetzt hier reingeschossen habe, ist auch vom Robert-Koch-Institut. Das ist einfach nur ein Tool, mit dem man das nächste Gesundheitsamt oder das für einen zuständige Gesundheitsamt finden kann. Also die Gesundheitsämter sind ja kommunal aufgestellt und da kann man einfach, wenn man seine Postleitzahl reintippt, gucken, wer ist eigentlich für mich in meiner Region zuständig. Und das finde ich ein ganz, ganz nettes Tool, weil ja, wenn wirklich jetzt irgendwie Einschränkungen des öffentlichen Lebens oder so bekannt gegeben werden sollten, dann würde das von den Gesundheitsämtern kommen. Mhm. Cool. Ja, sehr praktisch. Ne? Dann noch eine schöne und eine nicht so schöne Sache. Fangen wir mit der nicht so schönen Sache an. Ich schicke nochmal einen Chat. Ein Link in den Chat. Es gibt also auch eine Menge Fehlinformationen, die zum Thema Corona gerade im Netz sich verbreiten. Und eine Sache, die ich auf heise.de gefunden habe, was mich wirklich total gewundert hat, also mit was für Quatsch Leute sich beschäftigen. Es gibt anscheinend irgendwie so Kettenbriefe zum Thema Corona, die über WhatsApp weitergeleitet werden. Ach du meine Güte. Und wo halt irgendwie Verschwörungstheorien und blankes Unwissen, wie es hier ist, halt verbreitet werden. Und also glaubt nicht jeden Scheiß, den ihr
über WhatsApp geschickt bekommt. Da kann man auch noch tiefer reinklicken irgendwo. Ja, ich sehe schon. Ja, und dann gibt es Instagramer, InfluencerInnen, die da irgendwie Quatsch weiter verbreiten und so. Also Mimikama hat berichtet, genau, Mimikama.at ist immer eine sehr gute Quelle, ja. Wenn man solche, Entschuldigung, Bullshit-Behauptungen aufdecken will. Und ja, also auch, es sollte einen nicht wundern, weil es bei jedem größeren Thema auch immer diese Wellen von Quatsch gibt. Aber leider ist es auch hier so. Ja, vielleicht noch eine Ergänzung. Wichtig, dass du mal darauf hinweist, Henning. Jetzt gerade bei dem Thema passt es sehr, sehr gut. Ja? Und ich denke, das ist natürlich auch so ein Thema, was jetzt wieder mit digitaler Informationskompetenz, wie immer man es nennen will, zu tun hat. Ja? Und ich meine, selbst wenn man sich jetzt diese Adresse Mimikama oder so nicht merkt oder sie nicht Dritten weiterempfiehlt, meistens ist schon bei solchen Kettenbriefen, reicht es, mal zu googeln, ja, das reicht meistens. Die Leute belegen ihre Sachen ja nicht ordentlich, die enthalten selbst keinen Link oder so, wo man dann eine autoritative Quelle hat oder eine besser nachvollziehbare Sache, sondern aber man kann es selbst googeln und dann merkt man schon, oft ist es dann dokumentiert hier, das ist der so und so Kettenbrief. Also so viel sollte man mindestens machen, bevor man auch nur die Idee da aufkommt, so ein Ding weiterzuleiten oder das in irgendeiner anderen Form mit Aufmerksamkeit zu würdigen. Ne? Also. Und einfach mal googeln, wie würdest du das machen? Ja, genau, gute Frage. Also ich würde versuchen, so eine charakteristische Stichwörter herauszufinden aus dem Text. Am besten vielleicht sogar so eine Kette, dass man so mit Anführungszeichen, so dann hat man so diese Phrase-Suche bei Google oder anderen Websuchmaschinen geht das auch, dass man so eine Kette von drei Wörtern, die so ein bisschen charakteristisch ist, wo ein Name auftaucht oder so, mal sucht. Meistens reicht das schon in 80% der Fälle oder so, hat man dann schon irgendwas gefunden oder so. Sehr gut, Claudia demonstriert es gerade. Ja, ich versuche mal gerade, wie das so geht. Also ich glaube, das funktioniert meistens echt super. Also man findet dann schon Artikel und also ich lande auch super oft direkt bei Mimikama. Ja, das also ist so das eine ist, der Seiten. Ja. Heute funktioniert es gerade nicht, aber ja. Gut, und letzte Fundstelle, die ich noch hätte, was mich irgendwie Anfang der Woche traf, war also eine schöne wie das eigentlich mit dem Händewaschen funktioniert. Also wir alle haben, glaube ich, in den letzten Tagen auf, ich weiß nicht, Facebook und benutzt man das noch? Habe ich mich jetzt als alter Mann offenbart, ne? oder als auf anderen Portalen also Händewasch-How-Tos gesehen und ja. Das wäre jetzt der Moment, wo wir eigentlich auch singen könnten, ne? Genau. Hier in dieser Visualisierung würde selber, genau, ein bisschen mit hier, man würde selber also jetzt hier wissen, wie man sich gut die Hände wascht, dass man dann irgendwie, wenn man das mal mit so Farbe macht, dass man dann am Schluss merkt, nee, also ich habe da einige Stellen, habe ich komplett sein gelassen. Und ich zum Beispiel wusste dann gar nicht, dass also diese Stelle hier habe ich anscheinend, Entschuldigung, jahrelang nicht so richtig gut gewaschen, also zumindest jetzt nicht beim Händewaschen. Und was man also dann noch alles an, ich muss noch das, die Finger das hier, gucken. Das oh, das, hier. Ach so, machst du das? Ich habe hier diese Taktik, aber. Ja, also das geht, aber ich hatte auch das hier und ich, also das habe ich auch nie gemacht. So, und das ja. War für mich auch schon so, okay. Und der hier, der war auch für mich neu. Ja. Stimmt. Aber ja, so. Wollen wir jetzt noch Happy Birthday singen? Stimmt. Ja, genau. Man muss zweimal Happy Birthday singen, dann hat man lang genug die Hände gewaschen. Genau. Und irgendjemand hat einen Tweet gebracht, was für anderes von der Länge haben, was damit man, falls es einem zu nervig ist, was anderes als Happy Birthday hat. Aber ich den Link finde ich auch noch. So, ich weiß. Ja, ihr wisst gar nicht, wie schnell meine Kinder Happy Birthday singen können. Ist auch immer so, das Händewaschen möglichst kurz, das ist ja irgendwie, na gut. So, also damit, mit diesem blaue Hände Video kann ich also mein Thema beenden und da ich ja gesagt hatte, ich mache also dieses Selbstexperiment, ich kann also sagen, jetzt hier nach dieser halben Flasche Corona geht es mir immer noch gut, also wir können noch mexikanisches Bier trinken. Prost. Prost. Okay. Ja. Ja, ich glaube, wir haben alle viel übers Händewaschen gelernt in letzter Zeit. Also ich wasche jetzt tatsächlich nicht so viel häufiger, weil ich eh schon relativ häufig Hände wasche. Jetzt mache ich es noch zweimal mehr.
Aber dafür creme ich mir jetzt viel mehr die Hände ein. Weil ich wasche ja länger die Hände, dadurch, dass ich jetzt tatsächlich zweimal Happy Birthday singe. Und dann werden die Hände trocken. Also auch die Handcreme sollte man bei sich haben. Was singst du denn beim Eincremen? Ich singe Happy Birthday noch zweimal. Aber ich Auch glaube, beim so in Eincremen. einer Woche, ja. Auch beim Eincremen einfach mal so eins, nicht zwei. Okay. Oh, du hast noch einen Link gepostet bei Lambert? Ah. Ja, das ist jetzt nur noch mal ums einfach schöner Thread hat auch verdient, fast 500.000 Likes bekommen, Ja. mit YouTube angespielt, schöne Dinge, also zum Beispiel Raspberry Beret von Prince oder so, Ah, okay, Lieder, die wurden genauso lang Refrain auf sind. 20 Singen. Ja. Und da hat man nicht diesen blöden Happy Birthday Krimskrams, was niemand gerne macht, oder Toto, Afrika von Toto. Mensch, Ja. wenn das keine Alternative ist, ist doch der Hammer, oder? Ich glaube, ich muss mal meine Lieblingslieder durchgehen und mal gucken, wer noch einen Refrain hat, der 20 Sekunden oder ein bisschen länger geht. Das ist eine gute Okay. Idee. Alle Sehr meine gut. Entchen, sagt Mr. Capture. Alle meine Zweimal. Entchen. Zweimal. Ja. Okay. Gut, das muss ich testen. Ich werde das mal einsingen, weil jeder singt ja unterschiedlich schnell. Okay. Ja, dann übernehme ich mal, Henning, oder? Ja, ich war fertig. Genau, weil also ich schließe mich quasi, also wir sprechen uns ja nicht ab mit den Themen. Ich schließe mich aber quasi an alles, was wir vorher gesagt haben, ein bisschen hinten dran an, nur ein bisschen anders. Weil ich habe mich jetzt eigentlich nicht so, ich habe mich mit dem Coronavirus und so, klar, das ist einfach ja sehr präsent. Ich habe mich aber jetzt weniger versucht, zu sehr auf das Ganze drumherum zu konzentrieren, einfach weil ich ja sehr nah dran bin. Also ich wohne ja neben dem Kreis Heinsberg. Echt? Der, ja, Gut, der dass wir nur ist remote aufnehmen. genau einer der Gründe, die ich ja so absurd finde, dass man jetzt mit einem Heinsberger Kennzeichen quasi nicht mehr bedient wird in manchen Läden. Weil man Ist das könnte so? ja Corona haben. Absurd. Ja. Ja. Genau, aber ich bin ja relativ nah dran und ich habe mich hat das dann so ein bisschen beschäftigt, weniger jetzt die Fakten oder also so dieses ganze Drumherum, Social Media, sondern es hat mich beschäftigt, was das mit mir macht. So. Also welche Auswirkungen hat Corona auf mich? Jetzt nicht, dass ich krank bin oder krank werde, sondern psychologisch. Weil mir ist aufgefallen, letzte Woche, als das dann so losging und hier in Heinsberg relativ viel los war und es kamen ganz viele neue Fälle, dass ich hatte 4 Tage keinen Appetit. Ich habe quasi kaum gegessen. So. Und dabei ging es mir jetzt gar nicht erstmal so per se schlecht oder so, dass ich gedacht hätte, so, oh, ich hab Panik oder so, aber ich hatte keinen Appetit. Und das ist natürlich nicht so schön. Und ich habe dann darüber nachgedacht, wo das natürlich herkommen kann. Und ich dachte mir, ja, das ist wahrscheinlich eine Auswirkung dieses unguten Gefühls, das sich so ausbreitet, wenn um einen drumherum Leute Hamsterkäufe tätigen und man sieht, dass Städte in China abgeriegelt wurden, weil dort Corona ausgebrochen ist und man sich dann überlegt, was malt man sich so in seinem Kopf aus, was könnte hier passieren? Und ich fand das halt dann beruhigend, mich damit zu beschäftigen, was das psychologisch mit mir macht. Also habe ich angefangen, darüber zu recherchieren, was eigentlich Appetitlosigkeit auslöst. Also nicht Corona, weil ich mir dachte, wenn ich mich damit noch mehr beschäftige, dann beschäftigt das ja auch noch mehr meinen Kopf, sondern ich beschäftige mich mal mit den Auswirkungen, die es auf mich hat. Und habe dann angefangen zu recherchieren, was ist denn eigentlich Appetitlosigkeit, wo kommt das her, was sind die Ursachen. Ich meine, das ist ja eine breite Spanne. Ich kenne zum Beispiel, dass ältere Leute sehr häufig an Appetitlosigkeit leiden und einfach weniger essen. Die müssen sich dann immer daran erinnern, dass man dass sie was essen oder trinken. Und ich wollte dann auch wissen, was kann man denn dagegen tun? So einfach so, um mir ein bisschen selber zu helfen. Und hab dann als erstes mal, bin ich ja wie meistens, landet man beim Googlen dann bei der Wikipedia und habe dann zum Beispiel erfahren, das war mir nicht klar, dass Appetitlosigkeit oder auch Inappetanz genannt, Anorexie heißt. Anorexie oder Anorexia. Ich dachte immer, das wäre Magersucht. Ja, dachte ich auch. Hätte ich auch gedacht, ja. Genau, aber Magersucht ist Anorexia nervosa. Und Ach Anorexia heißt so. einfach nur Appetitlosigkeit. Ach.
Ja, und das hat jetzt meine Recherche ein bisschen schwierig gemacht. Weil ich ja dann dachte, ich suche nach wissenschaftlichen Arbeiten, wäre ja vielleicht auch ein Thema für hier, die sich mit Appetitlosigkeit, Inappetenz und Anorexie beschäftigen. Das ist natürlich relativ schwierig, wenn man dann quasi eigentlich hauptsächlich Ergebnisse bekommt, die sich mit Magersucht beschäftigen. Was ja jetzt nicht mein Problem in dem Moment war, sondern ich eigentlich erstmal wissen wollte, was heißt das denn alles? Wo kommt das denn her? Was sind denn die Ursachen? Ja, aber dann, ich nehme euch einfach mal mit auf meine kurze Reise. Ich habe nämlich einen wunderbaren Artikel gefunden, den ich gerne hätte lesen wollen, mit dem schönen Titel Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa and Other Eating Disorders. Da soll ein sehr schöner Übersicht da drin sein, wo kommt das denn her, was sind Ursachen und Effekte. Ja, den hätte ich gerne gelesen, aber wie ihr an diesem grauen Symbol hier an der rechten Seite seht, habe ich keinen Zugang dazu. Dieser wissenschaftliche Artikel ist hinter einer Paywall, ich kann ihn nicht lesen. Ich kann nur die Seite 1 lesen und das war's. Ja, ist irgendwie ungeil, oder? Ja, ist ziemlich scheiße. aber ich, ja, also ich hätte das gerne gelesen, aber ich habe dann gedacht, okay, gut, eine Paywall ist keine Paywall, wir gehen wir weiter. Ich habe weiter gesucht und ich bin dann auf einen Artikel gestoßen, den fand ich super. Und da kam mir zum ersten Mal der Gedanke, dieses Thema hier vorzustellen, weil der Artikel heißt, pass auf, dieser Artikel heißt Anorexia in Rabbits. Und wo wir es ja letztes Mal davon hatten, graue Haare in Mais, in Mäusen, Mais, ja. Mhm. Dachte ich, wir können ja auch mal über Appetitlosigkeit bei Hasen reden. Zumal ich früher Meerschweinchen hatte und die tatsächlich öfter Probleme mit Appetitlosigkeit hatten. also den hätte ich gerne gelesen, aber wie ihr seht, auch hier ein grauer Knopf. Was ist denn da los bei dir, Claudia, in diesem Internet? Hast du das irgendwie falsch eingestellt oder was? Ja, ich weiß auch nicht, aber ich kann das PDF nicht öffnen. Dafür müsste ich nämlich 35,70 Euro bezahlen. Ja, aber sitzt du nicht an der Quelle? Ja, aber ich bin ja zu Hause. Ja, aber hast du da nicht irgendwie so ein VPN oder irgendwas? Ja, das habe ich, aber ich bin doch auch nur normaler Mensch. Warum sollte ich, also, es geht mir ja darum, dass ich als Bürger mich informieren möchte. Nicht jeder arbeitet in der wissenschaftlichen Bibliothek. Das, ach ja, stimmt ja. Ja, und ich muss auch sagen, ne, manchmal schaltet man das VPN ein, man springt über das Stöckchen, was sie einem hinhalten, ja. Hat man trotzdem nicht Zugriff. Und ehrlich gesagt, ich meine, es ist mir fast peinlich, das zu erzählen, ne, aber die Tipp ist wirklich vom Erwerbungsetat her einer der besonders großen Bibliotheken. Mhm. Und dass selbst mir das dann passiert, das ist schon, lässt tief blicken, was für ein Problem das ist. Ne? Ja, ja, und ich nehme euch noch ein bisschen weiter mit. Ich nehme euch noch ein bisschen weiter ja, mit. Ja, ja, ja. Weil ich bin dann bei einem Artikel genannt, den ich jetzt wirklich sehr, sehr spannend fand. Stress Exposure, Food Intake and an Emotional State. Und ich dachte, genau darüber möchte ich gerne was lesen, weil darum geht es gerade bei mir. Ich hab keinen Appetit, ich esse nichts, ich habe 2,5 Kilo in 4 Tagen verloren, weil ich wirklich keinen Appetit hatte. Und das ist nicht gut. Und ich möchte erfahren, was kann ich tun. Und das sind hier Berichte von der Konferenz. Und auch die hätte ich leider kaufen müssen für unfassbare 48 Euro. Und ihr merkt, sollen wir mal hier bei der Brauerei nachfragen, ob die uns die 48 Euro vielleicht... Ja, ob uns die irgendjemand sponsert. Aber dann, da wurde ich dann sauer. So, also in dem Punkt, ab dem Moment wurde ich wirklich sauer, weil was ich ja versucht habe, ist ja eigentlich mich als Bürgerin einfach zu informieren, was bedeutet Appetitlosigkeit, was kann ich dagegen machen, wo kommt das her? Und ich bekomme keine wissenschaftlichen Informationen darüber. Und was passiert dann? Ich lande auf irgendwelchen zwielichtigen Foren im Internet und lese halbseidene Gerüchteküchen oder Leute, die sich zu Pseudo-Experten aufschwingen, denen ich dann glauben muss, weil ich kann den Artikel nicht lesen, den die vielleicht nennen oder von dem die behaupten, dass es ihn gäbe. Und da wurde aber ich wirklich fuchsig. Aber wieso ist das denn so? Sind das irgendwie jetzt bezahlte Forscher von irgendwelchen da Firmen machen und dann muss ich dafür bezahlen, weil die das als Closed Shop Forschung da gemacht haben oder wie ist das? Nö, das ist die University of Cincinnati. Öffentlich finanzierte Forschung. Und die anderen sind auch irgendwie USA oder was? Haben wir denn noch? Achso, Atlanta. Ja, okay.
Könnte ja, man ja eigentlich auch denken, dass zumindest die amerikanischen Steuerzahler dafür schon irgendwie die bezahlt hätten. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt aber noch nicht mal mehr irgendwo irgendeine Version online. Bei deinem Heise-Artikel hatte ich vorhin gesehen, dass die Forscher jetzt ganz viel ihre Preprints, also quasi, die haben den Text geschrieben, der ist noch nicht von anderen Wissenschaftlern begutachtet, aber dass sie ihn trotzdem schon bereitstellen, damit ihn alle Wissenschaftler schon lesen können und dass ihn vielleicht eben auch Bürgerinnen lesen können, um sich damit zu beschäftigen. Mhm. Ja. Nein, wir bekommen bei Reviews kein Honorar. Was heißt Review in dem Fall? Für, wenn man Begutachtung macht, also wenn Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen eine Publikation schreiben, lesen andere Wissenschaftlerinnen den Text und prüfen den auf Plausibilität, die Methode, den Stichprobenumfang zum Beispiel. Also ist das wissenschaftlich korrekt, was da passiert ist? Und dafür bekommen WissenschaftlerInnen auch kein Geld. Ja, aber wir bezahlen sie natürlich. Also sie bekommen Geld vom Steuerzahler. Genauso wie die WissenschaftlerInnen, die diesen Artikel geschrieben haben, die bekommen Geld vom Steuerzahler. Und ich bin SteuerzahlerIn und ich kann es nicht lesen. Und dann habe ich mich gefragt, also an dem Punkt habe ich mich aufgehört zu fragen über meine Appetitlosigkeit, weil da hatte ich dann schon wieder Hunger. Also mir geht's wieder besser. Weil du sauer warst auf irgendwen? Ja, ich glaube, ich habe mich einfach mit was anderem beschäftigt und ich wollte dann aber wissen, gibt es eigentlich Studien darüber, die nicht die Auswirkungen von Paywalls auf Wissenschaft untersuchen? Weil es ist natürlich klar, dass Wissenschaftler sich austauschen wollen und wenn die gegen eine Paywall rennen, ist das schlecht. Aber was bedeutet eigentlich so eine wissenschaftliche Paywall für mich, für Bürgerinnen und Menschen, die einfach sich informieren möchten? Und dann gibt es tatsächlich eine Studie, die wollte ich gerne lesen. Das ist nämlich zum Thema Informationskompetenz. Die heißt, also Information Literacy needs Open Access. Open Access is not only for researchers. Und jetzt dürft ihr dreimal raten. Ich kann diesen Artikel nicht lesen. Das ist eine böse Ironie. Stimmt. Und da habe ich, also da war ich so sauer, da musste ich essen. Was hast du denn dann gegessen? Ganz viel ungesunde Sachen, Chips und Schokolade. Aber danach kam mein Hunger wieder und dann habe ich auch wieder gesunde Sachen gegessen. Aber ich fand, das war so eine, also ich dachte, ich zeige euch das mal, weil es so schön zeigt, was auch mit Menschen passiert, die sich ernsthaft versuchen, sachlich zu informieren. Ja, und über jetzt, es ist ja jetzt kein zum Beispiel auch. Ja. Wenn jetzt eine Politikerin oder ein Politiker sich informieren will oder. Ja. Oder ich meine, Bürger, natürlich muss es auch für uns sein, aber es gibt vielleicht auch MultiplikatorInnen oder so, die da vielleicht auch Zugriff drauf haben sollten, oder? Ja, finde ich auch. Und man treibt ja quasi die Leute dann in die Hände von halbseidenen Dingen, in die Hände von nicht belegten, ausgedachten Fakten. Ja, die gucken dann diese WhatsApp-Kettenbriefe sich dann an. Ja, genau. Und also da hört für mich das Verständnis einfach auf, weil Wissenschaft ist ja nun mal einfach für die Menschen da. Und ich möchte da auch Zugang zu haben und ich möchte die Informationen bekommen können, wenn ich sie haben möchte. Also normale Bürgerinnen, ja. die lesen ja nicht 300 Artikel. Die werden den Verlagen nicht das Geld abgreifen. Aber es ist, ja, so. Ja. Ich noch eine Sache, die ich gerne ergänzen würde. Mir war vor ein, zwei Wochen sowas über den Weg gelaufen, eine Werbeanzeige, ich glaube sogar eingeblendet bei Twitter oder so, das kann man schlecht steuern, was man da angezeigt bekommt, von einem dieser wissenschaftlichen Großverlage, also weiß jetzt nicht, ob es Springer, Elsevier oder Wiley war oder so, das spielt eigentlich auch keine Rolle, wo die dafür Werbung gemacht haben, dass sie jetzt eine Kampagne machen, dass Sachen rund um Coronavirus irgendwie von der Paywall temporär befreit werden oder sowas. Und wenn man mal drüber nachdenkt, ist das echt makaber, oder? Also ja. Ich meine, im Grunde genommen ist es ja so, dass sie sich zu diesem massiven Problem, was da jetzt aktuell läuft oder so, sich das so hindrehen, das ist ein Marketing
Kampagne für die ist. Ne? Die bezahlen ja Geld für eine Anzeige, wollen positive Aufmerksamkeit für ihre Marke erzeugen oder sowas. Dafür, dass sie letzten Endes ein Business betreiben, das darin besteht, dass wenn das ganz akute Problem gerade mal wieder vorbei ist oder die limitierte Aktion, whatever, vorbei ist, es dann wieder hinter einer Paywall steht. Ja? Und zum Beispiel Forschende, die auf lange Sicht natürlich an dem gleichen Problem forschen, also Schnelltestverfahren verbessern, generell das Verständnis verbessern oder so, wieder vor dem gleichen Problem stehen. Also es ist fast zynisch, ja, und meine Güte, wenn ich die Marketingabteilung von so einem Laden wäre, also ich wäre es nicht, aber ich weiß nicht, ob, also ich finde es schrecklich. Ja, also es ist einfach, also es zeigt ja eigentlich, dass halt mit solchen, ja, es wird mit Fortschritt, mit Heilungsmethoden, mit allem Möglichen wird ja Geld gemacht und das, ja, tut schon sehr weh. Ah, Anja Lorenz hat den Artikel, glaube ich, rausgefunden, von dem du sprichst. Okay. Danke, warte. Anja. Anja, zuerst hast du uns getrollt, aber jetzt hilfst du uns. hebt sich wieder auf, glaube ich, in deinem Karma. Ja, also ich habe auch neulich auch einen Artikel gelesen, der einfach mit die Überschrift trug, Paywalls are immoral. Also Paywalls sind unmoralisch vor wissenschaftlichen Artikeln. Und ich finde, manchmal ist es einfach wahr. Ja, ich meine, das war ja auch eben bei dem Corona-Ding so ein Punkt, ne? Ich meine, die Wissenschaft ist auch zum Wohle der Gesellschaft unterwegs. Es gibt ganz wichtige Sachen, die Wissenschaft rausfindet, um gerade in der Medizin halt irgendwie uns zu helfen. Und dann kann das nicht sein, dass da die Informationen zurückgehalten werden. Und so war Wissenschaft ja eigentlich auch irgendwie historisch gesehen in meiner Wahrnehmung nicht gedacht, dass irgendwie Informationen gering gehalten, klein gehalten, unter Verschluss gehalten werden. Und stoppt mich, wenn ich gleich in eine Generalkritik des Kapitalismus einschwenke. Da werde ich dich nicht stoppen. Aber sprich weiter. dieses wissenschaftliche System ist doch eigentlich dazu gedacht, irgendwie das Wissen der Menschheit zu mehren und zu verbreitern und zugänglich zu machen. Und damit man dann auch rausfindet, was ist schon erforscht und was brauche ich nicht nochmal neu zu erforschen. Und da müssen doch die Informationen fließen. Und nur weil irgendwer da aus irgendwelchen komischen Gründen sich mit einem Geschäftsmodell dazwischen geklinkt hat. Also ich meine, um es mal ganz platt zu sagen, irgendwie eine Forscherin hat was rausgefunden, die ist mit Steuergeldern bezahlt, die hat dann diese Erkenntnisse, will die gerne in die Welt tragen und dann muss sie dafür Geld bezahlen. Nee, die muss erstmal, wenn die mit diesem Close Access publiziert, muss sie, glaube ich, beim Publizieren kein Geld bezahlen. Manchmal, aber wenn andere schon. Wenn andere ForscherInnen das dann lesen wollen, müssen die dann für den Zugriff bezahlen und auch wir, die Bürger, müssen mit für den Zugriff bezahlen. Und man fragt sich ja, warum schreiben die das nicht einfach auf ihre Webseite oder sonst wohin? Und dann ist es da. Also. Ja. Vielleicht bin ich da ein bisschen naiv. Ihr seid ja hier die BibliothekarInnen, die mehr erklären können. Ja, es ist hochkomplex, aber du hast einfach völlig recht. Also, voll. Also ich habe da auch langsam auch wirklich kein Verständnis mehr für, weil Informationen verbreiten sich wie solche Kettenbriefe innerhalb von Millisekunden und die wirklich faktenbasierten Sachen verbreiten sich unfassbar langsam und dann will noch ein Verlag 64 Euro von mir, obwohl ich die Forscherin schon bezahlt habe. Ja, vor etwas mehr als einem Jahr hat Claudia auf der großen Bühne von dem Chaos-Kongress, der jedes Jahr in Leipzig jetzt immer zwischen den Jahren ist oder so, einen super Vortrag gehalten. Vielleicht können wir nachher auch nochmal den Videolink reinposten. Also wer auf das Thema Bock hat, das ist wirklich eine kurzweilige, das ist sozusagen der Brühwürfel dieses Themas. Eine Stunde Video, Anja zugucken, Claudia. Claudia zugucken. Jetzt war ich gerade Anja, die eine positive der ich eine positive Karma-Bilanz zugestanden hatte im Chat. Nee, aber auf jeden Fall, dieses Video mit Claudia könnt ihr euch angucken, dann wisst ihr Bescheid. Das ist sehr gut. Ich finde gerade, The Mo hat das ganz gut geschrieben. Ist das nicht normal, dass wenn es einen Notfall gibt, dann stelle ich die Sachen kostenlos zur Verfügung und wenn der Notfall zu Ende ist, verkaufe ich das. Und genau das ist der Punkt. Ich finde, diese Verlage stellen sich da jetzt hin in dieser Situation und tun sich auf wie die Gönner. Wir sind ja so nett, wir helfen euch. Ja. Wir stellen das jetzt frei und ich denke mir so, nee,
Nee. Ja, aber darf ich mal fragen, sind nicht auch die Forscherinnen und... Oh, jetzt ist Henning weg. Henning, du hast ein... Dein Ton war weg. Ich versuch's nochmal. Ich versuch's nochmal. Bin ich... da darf ich mal ein bisschen selber jetzt mal Katus Diablo spielen und sagen, sind da die ForscherInnen schuld, wenn sie immer wieder zu diesen Leuten gehen, die das dann hinter Paywalls verstecken. Auch. Müssen nicht auch die Forscherinnen und Forscher sich angewöhnen, das halt einfach sein zu lassen. Ja. Na voll, hast total recht. Das ist das, was das Thema so kompliziert macht, nicht? Dass wir auf der einen Seite einfach Unternehmen haben, die 1A kapitalistisch funktionieren, so wie man es erwartet, und die irgendwann im 20. Jahrhundert, als es um Print ging und es um ganz andere Sachen ging, ihre Marke aufgebaut haben und jetzt irgendwie diesen Markenwert, den sie einmal aufgebaut haben, auskosten, solange es geht, wie man es als kapitalistisches Unternehmen fast machen muss. Ja, und auf der anderen Seite hast du irgendwie die Anreizsysteme der Wissenschaft, wo so künstliche Wettbewerbe geschaffen haben. Ja. Und das Perfide ist, dass diese beiden Kreisläufe so schön ineinander greifen und sich am Leben erhalten. Und du hast vollkommen recht damit, dass es nicht langt irgendwie, dass wir hier über Elsevier ein bisschen, auch wenn es zu Recht ist, ja, uns beschweren, sondern wir müssen auch gucken, wie diese Wissenschaft, wie das im Moment gedacht ist mit dem Publizieren, ja, und warum das so komisch läuft und was die Leute da Komisches machen. Das ist alles erklärbar, das sind alles fehllaufende Anreize. Viele WissenschaftlerInnen fühlen sich als Spielball des Systems und fühlen sich machtlos und haben das Gefühl, sie können gar nicht anders, weil sie halt, um in ihrer Karriere voranzukommen oder um Fördergelder zu bekommen, in solchen Verlagen veröffentlichen müssen. Und da ist das System kaputt. Aber wie man das jetzt repariert, das kriegen wir heute nicht mehr erörtert, oder? Ich würde euch gerne noch was Positives so gegen Ende. Jo, ja. Oder wollt ihr noch was sagen? Gut, ich weiß nicht, wir haben jetzt eigentlich noch 3 Minuten. Nee, oder halt wir machen weiter. Nee. Wir machen, echt? Okay. Wir wollten noch ein Spaßthema, ja, Lambo, eben, du hast noch ein Spaßthema vorbereitet. Lass mich kurz mein Thema abschließen und dann, gehen wir mal zu einem schöneren Thema über. Also, weil ich habe nämlich am Ende einen Artikel gefunden, und zwar ist es von Psychiatric Times. Da geht es darum, Psychotherapeuten und Psychologinnen, die sich jetzt quasi auf was die sich vorbereiten müssen und was im Moment mit Menschen, mit uns Menschen einfach passiert in Angesicht einer solchen unsichtbaren Gefahr, wie es so gerne genannt wird. Und ich fand diesen Artikel, ich teile den jetzt auch mal nochmal hier in den Chat, weil die anderen Artikel brauche ich ja nicht teilen, die könnt ihr eh alle nicht lesen. Den hier könnt ihr lesen. Und da geht es darum, was das mit den Menschen macht, welchen Einfluss das auf unsere Psyche hat, welche Menschen besonders betroffen sind, welche Störungen auftreten können, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit. Und ganz wichtig, was solche Expertinnen wie PsychotherapeutInnen und Psychologinnen machen können oder tun sollten in der Zeit. Und ich fand das ganz schön, dieser Schlusssatz, wo hier quasi drin steht: We urge our colleagues to spread sound infection control practices and help their communities maintain civil, courteous and rational communication. Also lasst uns nicht in Panik verfallen, lasst uns an der Gemeinschaft arbeiten und das Problem gemeinsam angehen, weil jeder alleine für sich kann hier nichts lösen. Und das finde ich ganz schön, den Artikel kann ich empfehlen, wenn ihr euch auch irgendwie mit psychischen Folgen dieser ganzen Situation ein bisschen konfrontiert fühlt. Ja, was völlig okay ist. Das tun wir alle, denke ich. Ja. Cool. Ja, gut. Vielen Dank. So, jetzt lesen wir noch kurz, was da noch etwas Wichtiges da steht und dann gehen wir zum spaßigeren Thema über. Aber ich glaube, ja, es geht eher so um die Reputation. Ja, darüber können wir auch mal reden. So. Ja, voll, ja. Ich habe immer die ganze Zeit das Gefühl, bei diesem Podcast, so bei dieser Art Themen oder so, müsst ihr uns eher sagen, irgendwie, wann euch das mit diesen Themen, so Publikationssystem und sowas, zu viel wird oder so. Weil ich glaube, also zumindest Claudia und ich arbeiten direkt in einer Einrichtung, die sich Bibliothek irgendwo nennt, und Henning ist in Wissenschaftskommunikation. Also wahrscheinlich haben wir so einen Drall dahin oder sowas, dass wir
über sowas eher zu viel immer wieder reden oder so. Und da sind wir wahrscheinlich auf Feedback angewiesen oder sowas, ob das jetzt noch Spaß macht gerade. Mhm. Na, ich, keine Ahnung. Oder ihr findet es cool, ist auch gut. Genau, schreibt uns das doch einfach mal. Also auf Twitter oder per E-Mail. Das findet ihr da unten in den Panels. Ja. Okay, dann gehen wir doch mal rüber zu Lambert. Ja, schön, okay. Jetzt, damit wir mit einer positiveren Stimmung gegen Ende hin mal wieder auf den Boden kommen. Ja, ich hatte auch so einen ominösen Andeutungstweet schon gemacht. Vielleicht habt ihr meinen Spoiler-Alert-Tweet gesehen zur heutigen Sendung. Und zwar habe ich da verlinkt auf so ein, oder ich habe geretweetet, einen Tweet von vor einem halben Jahr ungefähr von Anatol Stefanovic. Hast du den Link, sonst suche ich ihn nochmal raus. Ich habe ihn, warte. Ja, cool, danke. Ja, der Tweet von Anatol Stefanovic sollte so ein bisschen so die Hinleitung sein zu dem lustigen, interaktiven, also mit uns dreien hier, aber auch mit euch vor den Endgeräten zu Hause, die ich geringfügig vorbereitet habe. Ich habe Henning und Claudia ermahnt, dass sie nichts vorbereiten sollen, dass es hier sehr spontan zugehen wird, um den Charakter einer Spielshow ein bisschen aufkommen zu lassen oder einer... Weil wir hier ja immer so viel vorbereiten. Also... Weil sie sich eh nicht vorbereiten, genau. Ja. Also jetzt mal zurück zur Sache. So, diese Hinleitung von Anatol Stefanovic, ihr seht es. Es ist, geht um das Thema Emojis. Das ist ein ganz schönes Hörstück. Kann man sich mal kurz anhören, was er als Sprachwissenschaftler so zu dem Thema zu sagen hat. Es ist ja so, dass das in der Eingangsteil da von dem journalistischen Stück mit Anatol Stefanovic wird gesagt, dass Emojis die am schnellsten wachsende Sprache der Welt sind. Kann man jetzt sagen, ja, ist ein sprachliches Klischee, typisch Journalisten wieder oder sowas. Aber es ist natürlich was dran, ja. Also ich gebe euch mal eine kleine Challenge. Googelt mal nach Emoji 5.0. Das war die Version von den Emojis vor ziemlich genau 3 Jahren, der Release. Könnt ihr bei Emojipedia finden. Bei Emojipedia findet ihr die Liste der wichtigsten Neuerungen, die damals vor 3 Jahren kamen. So, und jetzt sagt mir mal, würde mich jetzt echt mal interessieren, ob es euch nicht auch so geht, wenn ihr die ersten 10 mal so überfliegt oder so. Ihr habt den Link, oder? Ja. Vielleicht kann noch mal jemand den zu Emoji 5.0 reinpasten. Mach ich. Ja, danke. So, jetzt muss ich mal gucken, war das wirklich 5.0, was ich meine? Oh, sonst funktioniert mein Beispiel nicht. Ja, speaking of schlechte vor. Doch, ja, schlecht vorbereitet, aber stimmt. Also das ist die Version von vor 3 Jahren. So, und guckt euch mal die ersten paar an. Und jetzt sagt mir mal ernsthaft, ist es nicht so, dass viele von den Emojis, die da stehen, von euch so alltäglich benutzt werden, dass ihr das... Face Vomiting, ja. Ja, das hier mache ich öfter mal. Und den hier. Ja? Ja. Das mache ich auch total mit dem Monokel. Nicht, dass ich Monokel trage, aber ich finde, das ist ein tolles Emoji. Das ist so expressiv, das ist so toll. Und dieses Zany Face, das erwähnt Stefanovic in dem Interview auch. Also das passt zu so vielen Situationen. Ja. Das ist so cool. Und ich meine, man hat, also ist ja immer auf der anderen Seite dieses Ding, es gibt wirklich wortwörtlich Tausende. Es ist ja so ein Subset von Unicode. Also die Releases haben inzwischen auch die Versionsnummer von den Unicode-Releases. Das ist eigentlich ganz, ganz konsequent. Aber es sind wortwörtlich Tausende und so. Ach, man hat immer so das Gefühl, okay, ja, ich kenne nur einen Bruchteil davon, benutze nur einen Bruchteil davon oder so. Aber es ist völlig egal, ja. Es ist trotzdem super interessant. Es ist auch vor allem jetzt neuerdings interessant, so ein bisschen zu gucken, was von der Welt, ja, und wie etwas von der Welt dort repräsentiert wird. Also ein Beispiel, auf das man jetzt eingehen könnte, aber das schenke ich mir, weil eigentlich soll das gerade nur die Intro sein zu dem lustigen Spiel. Okay. Aber wenn ihr Bock habt auf die politisch-ethischen Implikationen, die ganze Komplexität des Themas Emoji-Sprache, wenn ihr da richtig Lust drauf habt, dann guckt mal nach, informiert euch mal über Menstruation und Emoji, ja? Weil diese lustige, dieses schräge Konsortium, was
diesen Standard bewacht, dafür gesorgt hat, dass es kein Zeichen für Menstruation gibt, sondern es gibt nur einen Tropfen Blut als Zeichen, ja. Also, ich will es nur mal angerissen haben. Hoch interessant das Ganze. Okay, so, und jetzt leiten wir aber mal über zu der Seite in Emojipedia Woman Scientist. Ich glaube, hatte ich den hier schon. Den habe ich offen, den kann ich nochmal rein. Ah, danke, Claudia, super. Okay, könnt ihr vielleicht bei euch auch nochmal öffnen an den Endgeräten, weil darum soll es jetzt gehen. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Es gibt ein Meme seit einem halben Jahr oder so, wo man sagt, Rating all Emojis oder so ähnlich, wo im Prinzip durchgegangen wird, wie ein bestimmtes Emoji von verschiedenen Firmen implementiert wird oder interpretiert wird, ja, weil ob ich ein Emoji auf einem Apple-Gerät angucke oder Android oder Windows oder so, sieht immer ein bisschen unterschiedlich aus, ja, und da wird dann also kurz ein Rating auf einer Skala von 0 bis 10, 0 ist total grottig, ich kann mit dem Emoji so nichts anfangen, bis hin zu 10, perfekt, das ist die Darstellung dieses Emoji-Symbols, geratet wird und auch mit Gründen, es werden kurz Argumente angerissen, so. Und wir werden uns jetzt den Spaß erlauben, dass wir mal jetzt die Implementierung von Woman Scientist durchgehen. Okay. Und wir werden reihum, also ihr müsst auf Zuruf dann gleich einen der Emojis diskutieren, Claudia und Henning. Ihr könnt natürlich gerne in den Kommentaren mitwirken, insbesondere auch Vorschläge, wie man das raten sollte. Kann man schon mal so ein bisschen überfliegen, was da kommt. Wir können uns vielleicht auf die beschränken bis, ja, ich weiß nicht, bis Facebook oder bis OpenMoji. Wir müssen die jetzt nicht alle durchgehen. So, und ich fange einfach mal an, nur damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, wie die Besprechung so eines Emojis laufen kann. Wir fangen jetzt mal an von Woman Scientist, die Implementierung von Apple. Da fällt ja zunächst mal auf, finde ich, was mache ich denn hier auf meinem Bildschirm? Ich wollte es eigentlich nur mir selbst ein bisschen größer machen. So, da fällt doch, finde ich, erstmal auf, dass die angenehm wenig mit so bestimmten Gender-Stereotypen arbeiten. Finde ich, okay, langhaarig, aber dieser Lippenstift, den die Frau trägt, das ist, wenn überhaupt, ist das ein schwarzer Lippenstift. Also das finde ich ganz cool gelöst, das ist ganz schön. Dann die Laborschutzbrille. Ihr werdet sehen oder ihr habt es schon entdeckt, das ist natürlich ein wiederkehrendes Element. Die Laborschutzbrille finde ich geradezu liebevoll umgesetzt, weil dieser obere Balken und das Nasenstück so herauskommen. Das ist ganz gut. So, und jetzt kommen wir zum kritischen Teil. Ich möchte das nicht beschönigen. Die Apple-Emojis sind oft ziemlich gut, aber guckt euch doch mal diesen, ich weiß nicht, soll das ein Erlenmeyer-Kolben sein? Also es ist auf jeden Fall ein Glaskolben mit einer grünlich blubbernden Flüssigkeit, die dampft. Und die Wissenschaftlerin hat das direkt vor sich. Also bitte, please. Ich meine, sind wir in einem 20er-Jahre-Horrorfilm mit einem Frankenstein-Labor, mit Boris Karloff als Darsteller? Ich meine, das passiert nicht. Ja? Also so ein dampfendes Ding, das wäre unter einem Abzug. Das ist wirklich ein Klischee, was auch nicht nötig ist, um die Message rüberzubringen. Ich finde das nicht schön. Dafür gibt es mindestens einen Punkt Abzug. Ich schwanke sehr stark zwischen 8 und 9 hier gerade in diesem Fall. Ich habe mal eine Frage. Ja, bitte, ja, bitte. Wenn ich jetzt raten muss, bei manchen Arten und Weisen, die Emojis einzutippen auf so Smart-Geräten, habe ich ja dann noch immer die Möglichkeit, zum Beispiel die Hautfarbe auch irgendwie auszuwählen oder die Haarfarbe. Ist das hier eigentlich auch mitgedacht? Also könnte ich jetzt hier auch eine Asiatin draus basteln oder muss ich jetzt kritisieren, dass hier keine Asiatin oder keine schwarze Person abgebildet ist? Das ist eine verdammte Expertenfrage, Henning. Das Entschuldigung. Dass du die rudimentäre Grammatik, die Flexionen, die Emojis erlauben, dass du damit fluent bist. Und es ist tatsächlich so, leider, dass bei diesen Berufsgruppen, es gibt so ungefähr 12 Berufsgruppen-Emojis, und bei denen gibt es tatsächlich nur männlich, weiblich, ansonsten keine. Also du kannst die Hautfarbe, du kannst
Hautfarbe nicht, du kannst auch sonst nichts groß verändern und du bist auf dieses binäre Geschlechtermodell männlich-weiblich festgelegt. Muss man mal anmerken, aber muss man auch sagen, das ist natürlich in diesem Fall jetzt nicht Apples Schuld, sondern das ist der Emoji-Standard hier. Okay, alles klar, verstehe. Ja. So, ich bin mal großzügig, wir wollen es mal positiv halten. Ich gebe angesichts der Argumente, die ich jetzt genannt habe, dem Apple-Emoji eine 9. Achso, und wir haben was vorbereitet, das ist auch ganz wichtig hier, und zwar neun. Ich schließe mich gleich an, ich drehe die 9 aber um, weil ich einfach ein bisschen Platz nach oben lassen will, falls gleich noch was Geileres kommt, gebe ich dem Ganzen eine 6. Ich habe übrigens leider kein tolles Kartenspiel gefunden, sondern mein 4-jähriger Sohn lernt gerade die Zahlen und hier sind immer dann so 6 von irgendwas oder 5 von irgendwas. Cool. Und also ich gebe mal 6 Punkte. Also bevor ich meine Punkte sage, wollte anmerken, also Mr. Prosser sagt, die Wissenschaftlerinnen haben alle einen Fehler, es sind nur Chemikerinnen. Dem schließe ich mich schon mal an. Und zum anderen gibt es wohl Hautfarbenvarianten. Ich wollte jetzt aber nicht noch mal runterscrollen, aber die haben gesagt, es gibt auch Hautfarbenvarianten. So, jetzt möchte ich gerne... Danke. Möchte ich gerne über dieses Apple-Emoji reden. Ja, bitte. Ich bin da ganz anderer Meinung. Okay. Die Frau hat offene Haare. Im Labor. Und die haben alle offene Haare. Im Labor. Scheiße, das geht natürlich gar nicht. Also wenn ich mich vorbeuge, dann hängt mir jetzt hier das Haar im Glas. Also da am Erlenmeyer-Kolben steht, der auch noch dampft. So, also da habe ich dann so schon meine Probleme damit. Und was mir bei den Apple-Emojis auch nie gefällt, bei den Frauen-Emojis, sind die Manga-ähnlichen Augen. Die sind sehr, kann ich das mal ein bisschen größer machen? Die sind sehr groß. Die sind sehr puppenhaft und haben so ein ganz schmales Kinn. Im Gegensatz zum Beispiel jetzt von Google oder Microsoft, wo es halt einfach so eine normale Gesichtsform ist. Deswegen tue ich mich mit den Apple-Emojis generell ein bisschen schwer. Und wenn ich dann noch obendrauf rechne, dass sie tatsächlich einen dampfenden Erlenmeyer-Kolben vor sich stehen hat und der Lippenstift auch so ein bisschen... Also klar, gibt Wissenschaftlerinnen, die Lippenstift auf jeden Fall auch im Labor tragen, aber die meisten dann doch eher nicht, weil man halt einfach schwitzt und mit der Brille und es ist dann doch eher unangenehm. Und also ich bin da jetzt eher bei 5. Oh. Okay, ich muss sagen, nach den Argumenten, die mich auch überzeugt haben, würde ich nicht bei meiner 9 stehen bleiben. Das ist. Nee, Lambert, also das geht jetzt dir nicht. Also da muss ich jetzt mir als Schiedsrichter muss ich jetzt mal einschreiben. Also die 9 steht. Ja. Du musst auch mal zu deinem Rating stehen hier. Also jetzt nicht einfach nur einknicken, nur weil wir jetzt hier mal anders bewerten, finde ich. Ja, und wir haben auch eine schöne Spreizung, oder? 5, 6 und 9. Ich meine, wilder geht's gar nicht. Ja, komplett unterschiedliche Meinungen. Wahnsinn. So, und jetzt würde ich, damit wir auch vorankommen, dann, ich sag mal, Claudia, wo du gerade schon das Wort hattest, möchtest du vielleicht weitermachen mit dem Google, mit der Google-Implementierung des Emojis? Die finde ich jetzt eigentlich ganz gut. Also mal abgesehen davon, dass auch sie offene Haare hat, finde ich jetzt so die Gesichtsformen, Gesichtszüge sind ja sehr minimalistisch. Sie hält immerhin ein Reagenzglas. Da blubbert auch nichts und es dampft auch nichts. Sie trägt eine Schutzbrille. Sie trägt Handschuh. Ja. Pluspunkt. Ja. Von daher finde ich das eigentlich jetzt erstmal nicht schlecht. Man müsste ihr die Haare noch zumachen. Und dann finde ich das schon von dem, was zu sehen ist, sehr gut. Künstlerisch umgesetzt, so von der Farbkombination finde ich es jetzt so ein bisschen blass. Aber das ist Geschmackssache. Also würde ich sagen, das ist für mich schon so... Ja, das ist eine 9. Eine 9 würdest du dafür? Ja. So, Henning, was sagst du? Ja, also Claudia, also ich muss dir da widersprechen. Das ist also wirklich unglaublich. 9 ist ja wohl... Das geht gar nicht. Also erstmal muss ich sagen, es bleibt halt sehr flach.
Also ist es halt, gibt es zweidimensionale ChemikerInnen oder Chemikerinnen. Also das finde ich mal geht gar nicht. Außerdem lacht die so passiv-aggressiv. Und deswegen von mir also ganz klar, voller Verriss, eine 3. Oh, krass. Oh, da sind wir uns einig, ja. Hebt eigentlich irgendjemand unsere Ratings auf? Ja, Henning hat die vom Himmel aufgeschrieben. Ja. Okay, ja. Ich schreibe die mit. Cool, okay, das ist sehr hilfreich. Ja, ich fühle mich dazu verpflichtet, nachher auch diesen ominösen Thread dann natürlich zu schreiben auf @Forschungsstrom. Ja, auf ja. Englisch, wie es sich gehört, klar. Ich versuche das dann ganz fair nochmal zu erinnern und zusammenzufassen. Okay, noch ganz kurz von mir abschließend zum Google. Ja, ich finde, ihr habt tolle Argumente. Das mit den Handschuhen ist mir auch positiv aufgefallen. Ja, ich meine, gut, dass das mit dem, dass das so ein bisschen flach ist, so zweidimensional, muss man sagen, ist bei Google natürlich dann durchgängig das Design von den Emojis, auch die, ja, die Farbpalette und so, kann man, aber kann man wirklich auch nicht so schön finden. Nee, das verstehe ich auch nicht. Ja, das ist halt, also ich kenne ganz viel von diesen Microsoft-Emojis und da ist es noch schlimmer. Ich meine, es ist ja jetzt auch direkt unten drunter, da sieht man ja schon, das ist einfach eine Katastrophe. Und die trägt noch nicht mal Handschuhe. Apropos Henning, hattest du jetzt schon eine Nummer gesagt? Oh, ich muss noch eine Nummer sagen. Oh Mann, ja. Das ist so ein Stress, das ist so ein Bewertungsstress, ja, würde man als Lehrer oder Lehrerin jetzt sagen. Ja. Ich habe Bewertungsstress und ich. Du bist aber auch schuld. Ja, ich bin irgendwo schuld, stimmt. Und ich habe mich jetzt von eurer kritischen Stimmung anstecken lassen oder so. Ich habe eine 9 gegeben. Ja, achso, ja, stimmt, du hast das. Nee, aber ich. Ich kann das jetzt nicht mehr. Ich vergebe diesmal eine 8. Okay. Nee, ich vergebe eine 8. Okay. Ich vergebe. Gut, dann sind wir hier bei 20 Punkten für Google. Darf ich mir denn einen aussuchen oder muss ich jetzt den nächsten einfach... Henning, du bist mit Microsoft dran. Nee. Der Kelch geht nicht an dir vorüber. Echt? Ich dachte, ich kann mir jetzt einen aussuchen, der mir gut gefällt. Nee. Wir müssen ein bisschen Ordnung reinbringen. So. Microsoft, also... Naja, gut. Also Microsoft, erstmal fällt mir auf, dass Microsoft einen Rahmen hat, einen schwarzen Rahmen. Da weiß ich gar nicht, was das soll. Ob das vielleicht auf so einem BlackBerry oder was diese Microsoft-Leute da benutzen, irgendwie geiler aussieht. Dann ist es natürlich auch wieder sehr flach. Also ihr habt vielleicht eben gemerkt, ich bin jetzt kein Freund von flach. Mhm. Mag natürlich irgendwie so eine Design-Sache sein. Und ansonsten, was fällt mir daran auf? Naja, sie lächelt auch. Sie hat wahrscheinlich keine Handschuhe an. Nee, die Farbe der Hand, Farbe der Haut. Ich hätte echt gerne Facebook besprochen oder sowas. Naja, gut, okay. ja, also das kickt mich jetzt auch nicht irgendwie. Also ich glaube, ich blätter mal hier was. Also von mir gibt es, weil ich muss immer hier... Die Finger sind Fenster, schon weggeätzt. Also von mir leider auch nur eine 4, tut mir leid. Okay, ja. Wer ist jetzt dran? Ich würde übrigens zu dem Microsoft-Ding auch einen ernsthaften Punkt Abzug geben. Ich würde da auch maximal 7 oder so geben. Dafür? Ja, das dann doch schon, weil ich sehe das, was hier stark auch als Nachteil diskutiert wird, nämlich diese Einfachheit auch als einen Vorteil. Ich meine, das ist natürlich auch eine Reduktion, die auf einem kleinen Display oder so eine Funktion erfüllt. Ja. Wie stark kann man es reduzieren, so dass der Symbolik... Aber ich, okay. Ja. Gut, also du gibst 7. Okay. Ja. Also ich habe ganz viele Kritikpunkte an diesem... Also, zum einen, sie trägt keine Handschuhe. Zum anderen, die Schutzbrille geht nicht bis, also die ist nicht geschlossen an der Seite. Die ist, also die schwebt quasi so vorm Gesicht. Sie hat als einziges von all diesen Emojis einen Ausschnitt, ein Dekolleté. Und ich finde, die Augen sind ja wohl absolut unverhältnismäßig. Also, was... Oh, 3. Von Aaron kommt gerade noch im Chat der Hinweis, sie hat keinen Hals. Tatsache. Ja, der Kopf hubert so über dem Torso. Ja, die Haare hat sie. Sie hat die Haare so drum gelegt.
Also, ich kann zusammenfassen, wir haben einen Winner und der Winner nach diesem Ranking ist also eindeutig Google mit 20 Punkten vor Apple mit 15 Punkten und Microsoft mit 14 Punkten. Ja, ja. Darf ich vielleicht noch ganz kurz Highlights für die weitere kritische Würdigung, falls noch jemand weitergehen möchte? Ja, weiter ja. Unten. Ich meine, wir haben jetzt die ersten drei, die auch sehr populäre Plattformen sind, durch. Das ist vielleicht so exemplarisch. Der Rest sei der Fantasie des Zuschauers. Ach Gott, Twitter, um Himmels Willen. Guckt euch bitte WhatsApp und Twitter mal an, weil da bin ich jetzt wieder bei meinem Boris Karloff im Frankenstein-Labor im 1910-Film. Ne? Da blubbern Blasen raus aus dem Glas. Was soll das? Ich meine, vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Reminiszenz an Bubble Tea oder so. Kenne ich mich nicht aus. Aber auf jeden Fall finde ich es schräg. Finde ich es echt schräg. Ich kann damit fast noch weniger anfangen als mit dem Dampf oder so. Ja, wann kommen so Blubberblasen aus einem, also ja. Welche chemische Reaktion braucht es, um so, und ich finde bei Twitter, ja. Also dieser rote Mund. Ja, oh ja, stimmt. Oh, Gott. Oh, Focke Design merkt auch an, offen unterschiedlich alte Wissenschaftlerinnen gibt es anscheinend auch nicht. Sind alle unter 30. Natürlich. Stimmt. Naja, ja. Ist so. Ja, naja. Ja, das ist wohl wahr. Ja, ja. Ich musste kurz drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Bei dem Open-Modi, ob die Wissenschaftlerin einen Hijab trägt. Exakt, aber das habe ich auch gedacht. Aber es ist wieder ein hufernder Kopf. Das ist ein hufernder Kopf. Ne? Ja, ja. Ich habe mal eine alte Mann-Frage zu diesen Emojis. Ja. Also ich bin ja so aus dieser Generation, als wir uns die Emojis und aus Satzzeichen zusammengebaut habt. Ja, genau. Ah, okay. Also ASCII könnt ihr mal googeln. Und ASCII könnt ihr mal googeln. Das ist mal ein schönes Zitat. Das schreibt man mit Doppel-I hin. Und ich habe hinten neulich beim Aufräumen meines Kellers habe ich eine alte ASCII-Tabelle gefunden. Ich habe noch gewusst, immer 92 ist der Backslash, 64 ist das S-Zeichen. Ist egal, ich wollte nicht vom Krieg erzählen. Ich wollte sagen, wie kriege ich eigentlich auf so einem Smart-Device diese Emojis hin? Weil, also wie macht ihr das? Junge Leute im Chat, sagt mir das bitte. Also ich suche jetzt das Emoji für Forscherin. Geht ihr ernsthaft? Macht ihr ernsthaft diese Emoji-Tastatur auf, wie hier in der Twitter-App auf meinem iPad, ich mir das hier gerade nebenher angucke, und scrollt ihr dann rum, bis ihr endlich bei den Wissenschaftlerinnen seid und sucht euch dann irgendwie die Wissenschaftlerin des Vertrauens aus, oder wie macht ihr das? Also junge Leute müssen das irgendwie können und ich fühle mich da so, ich sitze hier vor diesem Ding und denke so, kann ich das nicht in ASCII malen? Darf ich einen Hinweis geben? Ja, bitte, bitte. Ich brauche Hinweise, dringend. Ja, also ich meine, ein Trick ist, Henning, guck bitte mal, ob dein Smart Device in dem Menü für die Emojis nicht auch ein Suchfenster hat. Das suche ich hier. Lass dich nicht verwirren von denen, manchmal auf Englisch, manchmal auf Deutsch, je nachdem, wie das aufgebaut ist. Und dann kannst du manchmal mit dem entsprechenden Stichwort das finden. Auf lange Sicht, glaube ich, was noch relevanter ist, ist letzten Endes die zuletzt benutzen, ja, weil du hast dann sozusagen dein Standardvokabular, oder? Ich weiß es nicht, aber... Ja, aber das ist, also ich habe da mein Standardvokabular und dann ist es aber umso schwieriger, weil dieses Standardvokabular, da ist immer das zuletzt Verwendete an erster Stelle. Das heißt, die haben keine Standardsortierung, wo ich meinen Kopf automatisch weiß, ah ja, hier rechts unten ist immer das Zinker-Smiley, sondern das verschiebt sich immer. Das macht mich wahnsinnig. Da suche ich lieber in der geordneten Variante, weil da weiß ich, da ist es oben links, zweite Reihe, drittes von links. Ja, also Suche finde ich ein gutes Stichwort. Ich habe auch Endgeräte, auf denen mir in der Emoji-Tastatur Suche erlaubt wird, aber dieses iPad hier in der Twitter-App zumindest erlaubt es nicht und ich bin überfordert. Okay, aber gut, ich suche mir vielleicht eine andere App aus, mit der ich dann suchen kann in den Emojis. Eine absolute Nerd-Lösung hat Ben gerade im Code, Chat nennt man das, nämlich habe so eine Unicode-Pad-App. Da kann man die offiziellen Namen durchsuchen. Ja, Streber, klar, natürlich. Ja, nee. Ich setze mich auch mit dem Unicode-Konsortium zusammen und diskutiere das mit denen.
Nein, das ist natürlich eine vorbildhafte Lösung. Ja, sehr, sehr. Und da stehen auch immer, soweit ich weiß, noch Informationen über das Emoji, also als was es zum Beispiel genutzt wird. Also ich hatte neulich einen Thread gesehen, da hat jemand gefragt, was das ganz normale Lächeln des Smiley, das gibt es ja auch auf dem Kopf. Ja, ja. So, ja. Was das bedeutet. Und für mich war das immer ein besonders albernes Lächeln. Also so, das war für mich das Lächeln auf dem Kopf. Und dann schrieb jemand unten drunter, ja, das heißt ironisches Lächeln. Und ich so, um Gottes Willen. Wie oft habe ich dieses Emoji benutzt, wenn jemand anders dachte, das wäre ironisch gemeint. Das wäre ja ein unfassbarer Kommunikationsfehler. Also das kann ja Probleme in der Kommunikation verursachen, wenn Emojis anders interpretiert werden. Also wir sind wirklich davon abhängig, dass Emojis auch eine gewisse Bedeutung für alle haben. Ja, ja. Sonst mache ich und meine Freundin denkt. Voll, voll. Also Anatol Stefanovic hat in dem besagten Interview auch eine nette Anekdote gebracht. Und zwar erzählte, dass er, als er eine Zeit lang eine Fernbeziehung mit seiner Lebensgefährtin hatte, da sie beide SprachforscherInnen sind, hatten sie den Ehrgeiz, eine Sprache zu entwickeln aus Emojis. Natürlich. Ohne das abzusprechen, ne? Also ohne jetzt zu sagen, hier, das Symbol soll das und das. Und das ist sehr witzig. Ich will euch den Spaß nicht nehmen, euch das selbst anzuhören oder sowas, wie weit das halt geht oder wie weit das halt nicht geht oder sowas. Das ist schon ganz cool, weil das, ne, man kann das ja auf die Spitze treiben und sagen, hey, wir finden dann schon raus, was bedeutet und so, ne? Und dann diese speziellen Sachen, dass es halt keine richtige Grammatik ja auch gibt und so. Naja, lustig. Ja, ich finde aber auch, also ich tue mich damit total schwer, diese Emoji-Filme zum Beispiel, also wo jemand einfach nur aus Emojis einen Filmtitel nennt. Also ich komme damit nicht, ich bin da nicht für gemacht, ich muss mich da noch dran gewöhnen. Eine Frage habe ich noch, wo ich mir gerade Emojis sehr gut vorstelle, das sind ja eigentlich auch Passwörter, ne? Weil ich meine, bei Passwörtern müsstest du ja eigentlich, versuchst du ja auch immer möglichst viel unterschiedliche Zeichen kurzer Dichte abzubilden und ob du da jetzt irgendwie, weiß nicht, 10 verschiedene Ziffern hast oder 26 verschiedene Buchstaben oder ich weiß nicht, wie viele, können wir nicht auch Passwörter mit Emojis machen und gibt es da gute Eingabemöglichkeiten? Können das irgendwie Passwort-Safe-Apps auch verwalten oder gibt es da UTF-8-Fails? Hat jemand Erfahrung damit? Ich würde mich da sehr für interessieren. Also meine Bank erlaubt ein Passwort von exakt 5 Zeichen, ausschließlich Buchstaben und Zahlen. Bis die bei Emojis angekommen sind, vergehen noch 30 Jahre. Ja, ich wüsste einen Weg, wie ich es recherchieren würde, Henning. Ja. Ob das so ist. Und zwar, ich würde mal gucken, was der Stand ist bei den Dictionary Attacks, oder? Weil es gibt doch so, oder hier bei Have I been pawned, ja. Dass man könnte man so einfach gucken, was da so rumschwirrt. Nee, alle wissen schon, bei welcher Bank ich bin. Genau. Ja, gut, dann. Ja. Da gucke ich mal rein. Genau. Mal 2-Faktor-Authentifizierung. Bank, Online-Banking machen wir jetzt nicht auf, aber. Ja. Schöne ja, Sache, ja. Lambert. Vielen Dank. Hat doch jetzt noch einen persönlichen Ausklang, einen lustigen Ausklang gebracht. Ja, finde ich auch. Hat mich gefreut, dass es euch gefallen hat. Ja. Und wenn es von den Zuschauerinnen und Zuschauern noch Ideen gibt für Ratings für die anderen oder kritische Argumente, die hier noch nicht genannt worden sind, bitte rein in die Kommentare, damit ich diesen legendären Thread, der bisher nicht gemacht worden ist auf Twitter, über das Scientist-Emoji, damit ich den anfertigen kann. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall den Kritikpunkt mit dem Alter, den finde ich auch also sehr gerechtfertigt. Sehr gerechtfertigt. Ja. Ich habe mich jetzt so ein bisschen blöd gefühlt, dass wir jetzt hier ausgerechnet immer nur. Das ist auch ein bisschen so ist es halt. Henning, du hast längere Aussetzer beim Auto. Ja, wir müssen das nächste Mal bei dir auch das Mikrofon auf Dauer anstellen, glaube ich. Okay, dann muss ich das mal umstellen, ja. Also, dass wir jetzt nur die ersten 3 diskutiert haben, meinst du? Nee, dass wir jetzt ausgerechnet Frauen geratet haben. Ach so. Können. Ah, ja, okay. Ich ja. weiß nicht was, aber es ist jetzt kein Vorwurf, aber irgendwie fällt es mir gut. Ist ja. Wobei ich bei den Male Scientists also sehr, sehr ähnliche Kritikpunkte habe, abgesehen davon, dass die selten offene Haare haben, die lang sind und in den
blubbernden Erlenmeyer-Kolben hängen. Aber, ja, Bärte, die dann irgendwie die Dämpfer auffangen und so. Ja, das weiß ich gar nicht. Haben die Bärte? Ja, das ist... Warte, ich geh jetzt gerade mal auf Men Scientist. Ich will jetzt gerade mal gucken, ob die Bärte haben. Ach Gott. Ja, WhatsApp! Oh, ein Pornobalken. Sehr geil. Okay. Ja. Also haben wir doch nächste Woche, nächstes schon mal was. Ja, da reden wir doch nächste Woche darüber. Nee. Nein. Das muss nicht unbedingt sein. Nein. Aber es ist eine schöne Entdeckung der Pornobalken. Ja, wobei Apple hat, glaube ich, auch einen, oder? Ich muss da mal näher ran. Das sieht doch auch verdächtig danach aus. Ach, nee. So. Nee, oder? Nee. Der hat nur eine Oberlippe, Claudia. Das ist kein Bart. Ja. Und einen sehr akkuraten Scheitel. Okay. Und der hat Theo Weigel Gedächtnis-Augenbrauen. Okay. Ich halte das nochmal kurz hier für unsere Zuschauer. Also ich finde das da, bei diesem Apple-Oberlippending, das ist doch ein Bart. Aber bei WhatsApp, das ist eindeutig, wo haben wir denn WhatsApp? Das ist eindeutig. Da kann man gar nichts sagen, das ist ein Schnauzer. breiter Schnauzer. Bei OpenEmoji sieht man jetzt auch, dass es wirklich eine Frisur sein. Ja, das stimmt. Ja. So viel dazu, ja. Gut, okay. Ja. So. Jetzt sind wir ein bisschen lang geworden. Ja, das stimmt. Sorry. Ja, ja. Mensch, ihr treuen Zuschauenden hier, das ist ja unglaublich, da sind immer noch 19 drinne. Das ist ja echt krass. Ja, also was wir jetzt natürlich noch machen müssen, bevor wir uns verabschieden, ist einen Termin für den nächsten Stream finden. Ja, genau. So, alle mal raus mit den Terminkalendern. Ich habe schon aufgemacht, wir wollten ja mal alle 2 Wochen irgendwie, oder? Oder wollten wir mal einmal im Monat machen? Wie war's? Wir waren noch bei keinem, also laut Twitter... Biografie, sagen wir, strömen einmal im Monat, aber da ist jetzt keine, also da ist jetzt keine bindende Verpflichtung in einer Twitter-Biografie. Ja, also wir könnten in Anfang April gehen, wäre in 4 Wochen, wäre der 2. April. Mhm. Das würde bei mir zum Beispiel gehen. Das ging bei mir auch. Ja, würde gut passen, ja. Ja, dann machen wir doch das. Ja. Oder wollt ihr früher? Strom. Guck mal, kennt meine Texterkennung kennt das schon. Ja, hervorragend. Hervorragend. Gut trainiert. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, passt euch das denn auch? 2. April ist abgesegnet. Ich betrachte es als abgesegnet, oder? Ja. Anja kann auch, sagt sie. Anja kann auch. Ja. Besser als GNTM. Was ist das überhaupt, GNTM? Sorry. Ja, das, Germany's Next Topmodel. Ah. Hausaufgabe lassen, ja. Gut. Oh. Dann lieber Germany's Next Science Podcast. Ja. Okay. Ich mach die Männer wieder gut zu. Die haben ja wirklich alle einen Schnauzer. Gut. Toll. Es war mir eine Freude mit euch. Ja. Uns auch. Also auf jeden Fall, das hat Spaß gemacht und auch so schön, dass ihr euch alle beteiligt habt im Chat hier so fleißig. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder Ideen oder was, also wir sind da völlig offen. Also ihr könnt schreiben an forschungsstrom@gmail.com, wenn ihr Ideen habt oder auf Twitter einfach was schreiben oder wenn ihr im Nachgang noch was habt wie das letzte Mal. Das war wirklich super, das war total interessant. Also ich habe das Video geguckt und so weiter, das finde ich super. Das interessiert auch die anderen wahrscheinlich noch, wenn noch irgendwas auftaucht, was euch beschäftigt. Ich meine, das Faszinierende ist ja, das war die 2. Folge. Wir sind wirklich diese klebrige, total formbare Masse in euren Händen. Wir können alles sein. Es ist... Ich meine, was ist überhaupt mal ernsthaft gefragt, was ist ein Wissenschaftspodcast, wo man noch nicht mal weiß, ob es ein Podcast ist, auf Twitch, der live und auf Video ist? Das weiß doch kein Mensch, weil es das nicht gibt, liegt an euch. Wir können experimentieren, coole Sachen machen. Ne? Also ja. Her mit den. Wir sind euer klebriger Schleim, den ihr formen könnt. Du musst es natürlich auf die Spitze treiben, Claudia. Das war... Also ich bin hier schon bei meinem Experiment die ganze Zeit dabei und ich kann also sagen, also bisher fühle ich mich noch nicht krank, insofern läuft.
Jo. Okay, gut. Cheers. Ja. Prost. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir verabschieden uns. Wir sehen uns wieder am 2. April um 21 Uhr. Das werde ich dann auch noch. Ja? Ihr hört zwischendurch noch den NDR Corona Update Podcast, bitte. Genau, das ist eine gute Idee. Hervorragend. Ja, ihr findet die Infos, wann es das nächste Mal geht, aber dann nochmal unten und auf Twitter wird wieder verbreitet natürlich. Gut. Ich glaube, das war's. Vielen Dank an Claudia, dass du hier die ganze Technik machst. Der Lambo, wir hängen uns. Ja. Du machst das großartig, super, vielen Dank. Ja, die Frau macht die Technik. Ne? Ist so. Ja, okay. Super, dann vielen Dank euch allen fürs Zuschauen, Mitreden, Zuhören und habt eine gute Woche, einen guten Monat. Ja, oder? Genau, danke. Tschüss.